Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch mal wieder herzlichst aus der Welt von Destiny. Wir sind ja noch mitten in einer Mission, die wir beim letzten Mal nicht abgeschlossen haben. Ja. Und diese wollen wir jetzt beenden, weil es soll ja auch einen Fertigkeitspunkt geben, ne? Ja, aber wir müssen auch hier irgendwie, irgendwie für Flüchtlinge. Absolut. Ja, würde ich sagen, dann machen wir uns los, ne? Irgendwie ja. Irgendwie ja. Gut. Wo immer auch los ist. Ich folg da mal unserem Pro-Gamer. Ja. Der zumindest die Pfeile auf dem kann. Sag, ich bin der Pathfinder. Ja. Oh, da müssen wir da rein. Da müssen wir da rein. Wir sind schon fast bei deinen Koordinaten, Hawthorne. Gut. Ich habe dort vor einiger Zeit Vorräte zurückgelassen, als ich überstürzt aufbrechen musste. Aha. Vorräte sind gut. Für die Farm? Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflogen, um zu helfen. Aha. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Aber wir könnten den Kram in der Farm gebrauchen. Okay, und das müssen wir jetzt hier? Ne? Vermutlich. Nur weiter. Einfach mal weiter rennen. Hoppala! Was war das? Das war ein komisches Geräusch irgendwie. Ja. Ne? Hier ist auch okay. Irgendwie, jetzt habe ich auch gerade gar keinen Pfeil mehr. Hm. Ich auch nicht. Da hinten ist ein Schweber. War ein Schweber. Die Gefallenen waren schneller als wir. Okay, vergesst die Vorräte. Kümmert euch um die Gefallenen und wir planen den nächsten Schritt. Ja, wir lassen die Gefallenen mal fallen hier. Ja, sozusagen. Ja, hochsteigt und so, irgendwie sowas, ne? Ja, sowas in der Art. Oh, das sind ein paar mehr, stelle ich gerade fest. Ja, ich glaube auch. So. Komm her, Arschloch, komm her. Wir sind auch nie in der Nähe der explosiven Tonnen. Ne? Da kannst du machen, was du willst. Überlegst dir noch, na, aber pass auf, wenn er da in die Richtung geht, ne? Aber die Dinger sind nie. Oh, hier ist irgendwie was. Patrouillensignal. Hat er das jetzt gemacht oder nicht? Ja, ich hab's gemacht, ja. Wieder Einstieg eingeschränkt. Okay. Ich einen weiteren dieser Knoten, um mein Signal zu verstärken. Und dann verschwindet von da. Okay. Und zwar wo? Was ist das hier? Dieses Dämmerlicht kann man übrigens einsammeln, ne? Ja, hab ich hart gemacht, okay. Den kann man einsammeln? Das Dämmerlicht. Oh, was für ein Dämmerlicht? Das da steht. So, wo sind sie? Wo ist da? Der verstärkte Angriff. Ach, da. Da ist da, okay. Oh, den hab ich so. Aber... So viel zum Thema präzise, ne? Wieso? War doch genauso präzise wie bei dir. Ja, eben. Sag ja. Ich muss mich einfach angleichen, weiß ja, Kommunikation und so, ne? Ja, ja, absolut. Wieso hab ich das? Noch wer? Noch mehr kommt? Ja, ist noch jemand, der hat mir eben da. Arschloch, jetzt gerade nachladen, tu das nur. Ja, immer ganz schön, zweimal hintereinander nachladen. Ey, Alter! Geht's noch? So. Oh. Ah, Granate! Granate! Da kommt auch noch was. Immer schön auf den Kopf. Ist er weg? Ja, kriegt er irgendwie rum. So, Upgrade-Punkt verfügbar. Level 6. So, gefallenen Versteck und besiegt 62% habe ich. Okay. Schön. Autsch, lass das doch mal hier. Finde ich nicht nett. Echt nicht. Na, komm her. So. So. 81%. Eine Runde kommt wahrscheinlich noch. Oder auch zwei. Da hinten landen auf jeden Fall wieder welche. Ja, mit Schwebern im Gepäck. Oh.
Komm her. Alter. Hä? Wo sind sie denn? Von hinten. Und diesmal wieder so eine beschissene Kugel dabei, ne? Oh, Ziel abgeschlossen. Alter, Alter, Alter. Na toll. So, gut. So. Mann, das war der Kaffeeonkel. Ah, irgendwas ist da hinten. Friendly Fire. Da können wir von Glück reden, dass es das nicht gibt. Alter, wie oft willst du noch nachladen? So. Wenn sie sauer sind, machst du etwas richtig. Wenn sie sauer lassen. Sind. Das war ja ein guter Tipp. Neues Ziel. Ah, oh, jetzt kommt. Ach, der Ars. Jetzt kommt hier der Boss. Yep. Halt, Boss. Scharfschützengewehr raus. Komm her. Das war er schon? Ne, der hat sich weggefordert, der Arsch, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, der war's. Du hast wieder so eine Sphäre des Lichts hier gemacht. In der EZ finden können. Sobald wir die Stadt zurückerobert haben, wird das eine große Hilfe sein. Sicher. Eigentlich will Soraya Danke sagen. Kommt zu mir zurück, wenn ihr die Zeit findet. Es gibt noch jede Menge zu tun. Ja. Jo. Dann knie dich schon mal hin, du Luder. Boss. Eigentlich will sie Danke sagen. Sie wollte eigentlich nur die Schuhe binden, oder wie war das? Irgendwie sowas. Irgendwie so. Gibt's hier eigentlich auch noch irgendwas zu mitnehmen? So, ein Ziel wird mir nicht angezeigt, ne? Weil wir jetzt die Mission vollendet haben, ne? Jetzt musst du was Neues aussuchen, ne? Oder wie sehe ich das? Ist hier noch irgendwie, liegt hier noch irgendwas rum? Ich glaube, wir haben alle, auch oder? Keine Kiste oder sowas, die der Typ fallen lassen hat, aber habe ich nichts gesehen, ne? Wir haben Sachen gekriegt, aber eine Kiste habe ich nicht gesehen. So, hier schwebt eine Kiste-Lampe. Kann ich ausschalten. Okay. Sehr schön. Nee, aber hier ist nichts mehr. Also ich finde nichts mehr. Nee. Dann will ich doch mal gucken. Irgendwie 56, 15 Magazin. Was habe ich denn hier? 36 Magazin. Das ich guck auch mal, was ich da gekriegt habe. Schuhe habe ich gekriegt. Nachladen. 74, Alter. Ist ja nice. Nee, ich glaube, das lasse ich mal. Alles andere bringt mir nichts. Doch, ein Helm. Oh, hä, Plündereranzug. 75 Rüstung statt 54. Damit ist mein Power auf 56 gestiegen. Und 73 Verteidiger, Plünderer, Umhang. Dicke Sache, das. Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Die hier. So, müssen mal gucken, wie das mit den Waffen jetzt ist hier. Achso, ich habe ja noch eine Dings, ne? Eine super. Ja, genau. Ach ja, ich habe ja einen Punkt auch noch. Nee, habe ich. Doch, zwei Stück habe ich jetzt, genau. So, da habe ich hier. Das machen. Und jetzt? Ach, was kann ich hier machen? Jetzt komme ich aber irgendwie gerade nicht mehr weiter. Nee, das hatte ich vorhin auch, ja. Ich kann hier auch doch hier. Nee, Level 7 bin ich noch nicht. Wie habe ich das gemacht? Genau. Ich brauche noch einen für Level 7. Da muss ich noch warten. Das ist der letzte, den ich dann habe. Und dann geht es wahrscheinlich weiter auf die Spezialisierung dann wieder. Ja, also ich kann hier jetzt gerade nichts machen. Ich habe zwei Punkte und kann nichts machen. Oh, das ist schön. Die mag ich. Was magst du? Die Waffe, die ich gefunden habe da. Ja, das kann man doch mal haben, ne? Ja, Moment. Dann müssen wir wieder zurück gleich, ne? Moment, Moment, Moment. Man kann die Waffen, glaube ich, irgendwie upgraden, wenn ich das richtig gecheckt habe. Ja, hast du richtig gecheckt. Ich weiß so nicht, wie ich da reingekommen bin. Du kannst auf Inventar gehen und da gibt es den Punkt Modifikation. Aber dafür brauchst du halt die entsprechende Modifikation. Ach, die musst du dann finden, oder wie? Ja, und hier übrigens diese Dämmerlicht-Bruchstücke, ne, kann man einlösen. Die Präsenz dieses Bruchstücks des Reisenden in der ETZ hat diesen Stein auf molekularer Ebene verändert. Bring ihn zu Devrim K. im Trostland, um den Wert herauszufinden. Okay. Achso, aber da kriegst du wahrscheinlich noch Kohle dafür, ne? Keine Ahnung, müssen wir rausfinden, ich weiß es nicht. Ja, okay, werden wir sehen. Das war die hier, ich weiß nicht. Was rätselst du? Nichts, alles gut.
Nee, für nichts war das jetzt eben so. Ey, ich komm hier. Diese Schussfolge gefällt mir nicht an der Waffe. Okay. Der Schaden ist gut, aber die Schussfolge gefällt mir nicht, weißt du? Ja, das ist der Pro-Gamer, das ist der. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe mich da geirrt. Wenn du überlegst, wie schnell der auch vom Level weiter war als wir, er ist der Pro-Gamer. Ich bin nur der Pathfinder. Und was zum Teufel bin ich? Der alte Mann, na super. Der Taschenträger. Schnauze. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Warte mal. So, also eigentlich müssen wir jetzt zu dem K zurück, ne? Oder was? Okay, fast. Sehe ich das richtig? Jetzt weiß ich aber nicht, wo der ist. Nee, wir müssen jetzt das zu ihr zurück. Auf der Karte. Ach so, warte mal, jetzt müssen zu wir... Zu K müssen wir auch wegen dem identifizieren, aber... Dass wir das mal machen und dann machen wir als nächstes die Aufgabe, weil das sieht ja ganz da unten. Da müssen wir eh hin, ne? Die rote Schlacht. Rote Schlacht, ja, würde ich sagen. Genau, dann lass uns doch noch einen kurzen Abstecher bei dem K machen, um mal zu sehen, was das mit diesen Zahlen auf sich hat. Genau. Oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Und da schwebt er dahin. Ja. Russland, das ist ja ein schöner Name. Haben sie ja übrigens in der deutschen Landschaft nachgebaut, ne? Echt? Ja. Heißt ja auch Europa, ne? Wo sieht's denn in Deutschland so zerstört aus? Sag mal? Weiß ich nicht. Sag ich jetzt nichts zu. Stuttgart. Sachsen. Ja, gut. Sachsen hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, aber Sachsen, mal ganz ehrlich, also wenn du jetzt nicht gerade in irgendwelchen großen Städten bist, als ich davor, ich weiß nicht wie viele Jahren, das ist echt schon lange her hingefahren bin, das erste Mal habe ich echt gedacht, ich bin hier im Kriegsgebiet, ne? Was war das denn? Ich? Kaffee-Onkel wieder, ne? Ist ja der Aufbau, der ist bei weitem noch nicht so fortgeschritten. Nee, also klar, Leipzig, Dresden und so, klasse, ne? Echt schöne Städte, aber... So. Ruhe ist. Ist doch schön. Oh, hier ist wieder ein Event, aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Das ist, glaube ich, das Event, das wir schon kennen. Das könnte sein. Wo ist eigentlich der... Ach, da ist der Doom Cloud. Ich kann ja mal gucken, was denn da... Ich weiß gar nicht, ob da was anzeigt. Ja, wahrscheinlich wie vorher wieder, ne? Begib dich zur Flagge, zeigt er nur an. Er zeigt nicht an, was da für ein Event ist. Aber ich tippe mal auch, dass das immer das gleiche Event an den gleichen Stellen ist. Oder vielleicht tagesabhängig oder so. Kaffee-Onkel, kommst du mit? Ja. Das sieht nicht so aus. Ne, das sieht nur so aus. Gleich machst du wieder Mimimi, weil du nicht weißt, wo wir sind. Tschüss. Und da kommt er angehüpft. Wurde ja auch mal Zeit. Frechheit. Sich immer von der Gruppe zu lösen. Ja, wenn der irgendwo einen Schuss hört oder bewegt sich. Ja, dann ist gleich Feierabend. Da ist halt wie so ein Jagdhund. Ja. Hallo? Was denn? Ich bin Spezialist in sowas, in irgendwelche Sachen reinzugeraten, ich in die ich weiß, reingeraten ist soll. Ist mir durchaus bewusst. Ja, und jetzt mache ich die Mission. Fum, fum, fum. 3 Minuten später, 25 Dinos um die Ecke. Yay! Ja. Nicht, dass wir das... Nicht, dass ich das... Ist immer so geil. Er nimmt sich da doch immer Missionen vor, ne? Das ist, Aber ich mache nicht die ich will, ne? Richtig. Da vorne läuft Matze. Ist das auch ein Gegner? Ich weiß nicht. Zum Glück sind wir ja nicht in einem PvP-Gebiet. Nein. Die gibt es ja vielleicht hier auch. Oh, hier ist auch ständig unter Beschuss. Ne? Das ist richtig, ist echt wie so ein Kriegsgebiet hier. Mann. Ja. Also ich tippe mal, dass die rote Flagge hier auch irgendwo in der Nähe ist, was wir da als nächstes machen sollen. Der gleitet immer zu weit hier, der Heini, für das Loch da oben. Das Loch wird gefühlt immer kleiner. So, und wie kann ich jetzt herausfinden, wie ich ihm das zeige? Du sprichst ihn nur an. Das habe ich. Glaub, ansprechen, oder? Und dann hast du Ruf erhöhen da oben. Also hier ja, diese aber... hier, ETZ Dämmerstückbruch, Dämmerlichtbruchstück. Tausche diesen Gegenstand gegen einen Devre-Belohnung ein. Ja, das machen wir mal. So, und wo ist jetzt meine Belohnung? Ja, irgendwas ist passiert, aber ich weiß nicht, was. Also eins habe ich jetzt weniger, aber ich weiß nicht, was ich jetzt... Ich muss ihn jetzt ansprechen, oder was?
Du quatschst so. Ihn an und dann hast du diesen Dämmerlicht-Gedöns, den nimmst, den klickst du an und dann sollst du irgendwas kriegen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich gekriegt haben sollte. Tauschen? Nein, nicht tauschen. Da ist ja oben Ruf erhöhen und da müsste noch so ein anderes Teil sein. Okay, dann ist es schon vorbei. Geh sorgfältig damit um. Ja, ich kann dir das nicht sagen, was da jetzt hören. Ich weiß nicht, ich guck mal ins Dingsen rein. Keine Ahnung. Whatever. So, ich habe mir jetzt noch eine Knarre gekauft bei ihm irgendwie. Habe ich auch, diese Kadenza habe ich mir geholt. Nee, ich habe so eine Baby, die heißt die Psyferox habe ich hier irgendwie. Okay. Schwing das Tanzbein, Hüte. Kadenza, genau. Psyferox. Was ich jetzt genau für eine Belohnung gekriegt habe? Nee, ist mir auch nicht bewusst. Guck mal ins Inventory, da steht aber auch nichts. Oh, die sind aber nicht gerade billig. Nee, nee, die kostet schon was. Aber ich sehe nichts, was ich gekriegt haben soll, ne? Nee, ich auch nicht. Kann ich auch nicht sagen. So, das hoffe ich auch. Ich hatte auch nochmal auf dieses Glimmerzeug geachtet, da. Aber ich kann nicht sagen, das hat jetzt im Prinzip eigentlich nur den Ruf bei ihm verbessert. Ja. Da kann ich sehen, der Balken ist so ein bisschen nach oben. Ah, okay, das kann natürlich sein, ne? Ja, wahrscheinlich habe ich das eingetauscht, um den Ruf zu verbessern da oben. Das kann gut sein, ja. Ach, keine Ahnung. Das ist möglich. Also ich Trägerhandschuhe, so, ne, das mehr kaufe ich jetzt hier bei dem nicht. Noch brauche ich das nicht unbedingt. Ne. Dann gucke ich mal. Probieren wir die mal aus. Alter. Yeah. Oh, da hinten zeigt auch das Symbol an, wo wir hin müssen. Was ist das? Eines Tages schaue ich hierauf zurück und werde lachen. Okay. Okay, da ist auch die Flagge schon. Da müssen wir reinbeißen. Ja, das ist nur der Event, oder? Nee, das ist Das ist das mit denen, wenn du diese roten Dinger hast, das ist tatsächlich die Story. Aber, ihr Lieben, wir sind jetzt fast bei 20 Minuten. Schon wieder? Ja. Ja, dann ist das ein super Zeitpunkt eigentlich, bevor wir den Event annehmen. Finde ich eigentlich auch, ne? Bin auch schon ganz gespannt, was denn da wohl passieren wird. Ja, aber definitiv. Ne? Ich kann die nächste Folge gar nicht abwarten. Und wie oft der Kaffeeonkel wieder auf Abwägen sein wird. Ja. Und wie lange wir den Kaffeeonkel uns herrufen müssen. Kaffeeonkel, komm bei Fuß, so, komm jetzt. Sonst gibt's nichts zu essen heute Abend. Lass jetzt die Gegner in Ruhe, komm jetzt weg da. Okay, ihr Lieben, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen begleitet uns weiter bei unserer Reise durch Destiny 2 und habt so viel Spaß wie wir. Bis denn dann. Und vergesst dich nächstes Mal wieder einzuschalten. Ciao, ciao. Ciao.